Hier ist 7 Tage Deutschland. Herzlich willkommen in Riesa. Herzlich willkommen zu unserem Podcast direkt vom 13. Bundesparteitag der AfD. Wer führt künftig die AfD? Ein Bundessprecher oder doch mehrere? Wer kann genügend Stimmen auf sich vereinen? Wer gehört dem neuen Vorstand an? Das sind die spannendsten Fragen, die hier in Riesa entschieden werden. Daneben Sachanträge wie zum Beispiel das klare Bekenntnis der AfD zur Kernenergie. Die Landesverbände der AfD haben über 500 Delegierte nach Riesa geschickt, auch um über eine neue Parteispitze zu entscheiden. Die Delegierten werden von ihren Landesverbänden gewählt und mit Stimmrecht zum Parteitag geschickt. Dabei gilt, je mehr Mitglieder ein Landesverband hat, desto mehr Delegierte kann er zum Parteitag entsenden. Mit welchen Vorstellungen kommen die Delegierten hierher? Was erhoffen die sich von diesem Parteitag? Den Bundessprecher Tino Chrupalla als wörtlich 3 harte Tage, die uns bevorstehen, bezeichnet. Welches Ergebnis soll der Parteitag bringen? Einige Stimmen der Delegierten aus ganz Deutschland. Also ich bin der Meinung, dass herausgekommen sein sollte, dass wir einen hervorragend zusammenarbeitenden Bundesvorstand haben, der sich endlich mal nicht um sich selbst kümmert, sondern um politisch-strategische Ausrichtung unserer AfD. Das ist das, was unsere Parteimitglieder wollen. Das ist das, was das Volk braucht, um unser Land zu retten und zurückzuholen. Ein super Bundesvorstand, der die komplette AfD vertritt. Also von rechts nach links alle mitnimmt und alle vernünftig abholt. Das ist der Optimalfall. Ja, dass wir einig sind und dass wir einen Bundesvorstand haben, der nach außen so eine Wirkung hat, dass wir, ich komme ja aus Niedersachsen, auch für die Landtagswahl gut gewappnet sind auf jeden Fall. Als allerbestes Ergebnis sollte da rauskommen, dass wir endlich einen Vorstand haben, der die Gesamtpartei vertritt und keine einzelnen Lager vertritt und Spaltung in die Partei hineinträgt. Einen möglichst homogenen Bundesvorstand, der in der Lage ist, aufgrund seiner Zusammensetzung möglichst einstimmige Beschlüsse zu fassen, die zum Wohle der Partei ausgerichtet sind und in denen wir wirklich positiv nach vorne blicken können und natürlich gerade im Hinblick auf unsere Wahlen, Kommunalwahlen und Landtagswahlen in den neuen Bundesländern, gerade in Brandenburg in 2 Jahren, ganz gestärkt in die Zukunft gehen können. Dass wir einen Bundessprecher haben, der alle Lager miteinander verbindet kann und eine ausgeschlagene, kräftige Führung zeigen kann. Dass es keinen Streitiger innerhalb der Partei mehr gibt, die nach außen drängen können. Also ein Ergebnis, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass wir einen schlagkräftigen, guten Vorstand zusammenbekommen, der die AfD ja auf Bundesebene gut zusammenhält, nach vorne bringt, die Landesverbände zusammenhält, diese, sage ich mal, verschiedenen Lager zusammenhält und zwischen denen vermittelt, sodass wir im Endeffekt bei allen kommenden Wahlen wieder die AfD sind, die wir mal waren und noch besser werden und mehr Wählerstimmen generieren. Die Einigkeit oder Einheit der Partei ist das wichtigste Ziel. Dass wir ein Team aufgestellt haben für den Bundesvorstand, das sich einig ist und das uns alte Wählergruppen wieder zurückholt. Ein vernünftiger Vorstand und vor allen Dingen auch Inhalte, die wir hier besprochen haben, das würde ich mir wünschen, ein Vorstand, der neutral ist, ein Vorstand, mit dem man zusammen in eine Richtung gehen kann und ein Vorstand, den man in jeder Hinsicht unterstützen kann. Das ist mein Wunsch. Eines fällt auf. Einigkeit und Einheit wünscht sich fast jedes Mitglied vom neuen Vorstand. Ein Vorstand, der mit einer Stimme spricht, der sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern unsere Partei immer weiter nach vorne bringt und sich mutig den Deutschlandabschaffern der Altparteien entgegenstellt. Unser Motto heißt Deutschland bleibt, sagt Bundessprecher Tino Chrupalla ganz zu Beginn dieses Parteitages. Und er macht deutlich, wie wichtig eine starke, einige AfD gerade in diesen Tagen, Wochen und Monaten der ständigen Umbrüche ist. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von der größten Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren. Wir stehen vor großen Umbrüchen und Herausforderungen auf dem Kontinent Europa. Die Veränderungen sind größer, als viele von uns vor einigen Jahren noch gedacht hätten. Diese Wahrheiten und Realitäten, denen können wir uns nicht entziehen. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Wir müssen den Bürgern zeigen, wie Deutschland, wie Europa im Jahr 2050 in unserer Vorstellung aussehen soll. Und genau das ist unsere Aufgabe. Dafür müssen wir als AfD den Bürgern, den Wählern genau aufzeigen, wie Deutschland aus den Krisen, allesamt hausgemacht von den Altparteien, herausgeführt werden kann. Dafür gibt es keine Patentrezepte, so Chrupalla. Und dafür müssen die Wähler im Westen und im Osten unterschiedlich angesprochen werden. Doch eines müsse über allem stehen, der freiheitlich-soziale Kurs der AfD. Denn freiheitlich und sozial sind keine Widersprüche. Sozial bedeutet nicht, dass man dem einen was aus der Tasche nimmt, um den anderen zu unterstützen. Es bedeutet einen ehrlichen Kassensturz, liebe Parteifreunde. Und wir werden damit so viele finanzielle Mittel freimachen, dass alle etwas davon haben. Wir werden die kleinen und mittelständischen Unternehmen und die Selbstständigen entlasten und wir werden den sozial Schwachen
die Unterstützung zukommen lassen, die sie in den Umbrüchen, die wir gerade alle erleben, auch benötigen. Wir lassen keinen Landsmann zurück. Und dazu gehören natürlich auch die, die uns alles ermöglicht haben und nun in die Armut gestürzt werden. Und das sind unsere Rentner. Ein würdiges und würdevolles Leben im Alter muss selbstverständlich sein. So soll sie zukünftig sein, unsere AfD, freiheitlich und sozial. Die Vision des zu diesem Zeitpunkt, am Beginn des Parteitages, noch alten Bundessprechers Tino Chrupalla. Die Freiheit wurde vom AfD-Parteitag außerdem in besonderer Form gewürdigt. Auf Antrag der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Dr. Christina Baum wurde am ersten Tag, am 17. Juni, des Jahrestages des blutig von der SED niedergeschlagenen Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 1953 in einer Schweigeminute gedacht. Der damalige 17. Juni war auch das Thema für den sächsischen AfD-Landeschef Jörg Urban. Er sagte in seiner Rede, mit der er die Delegierten im Namen der AfD Sachsen in Riesa begrüßte: Der SED-Star-Propagandist Karl Eduard von Schnitzler, im Volksmund auch Sudel-Ede genannt, sah in dem Aufbegehren der Menschen einen, Zitat, von bezahlten Provokateuren, vom gekauften Abschaum der Berliner, Westberliner Unterwelt, versuchten Anschlag auf die Freiheit, einen Anschlag auf die Arbeitsplätze, auf die Familien unserer Werktätigen, Zitat Ende. Und wenn wir heute hören, wie amtierende Politiker Demonstranten beschimpfen, die für den Erhalt ihrer Grundrechte auf die Straßen gehen, als Querdenker, als Gefährder, als Leugner, als Rechtsextremisten oder Staatsfeinde, dann hören wir darin den Sound der Arroganz, der Macht, dann hören wir darin das Echo des 17. Juni. Die Parallelen zum Heute für Jörg Urban unübersehbar. Er spricht die wichtigsten Themen an, die die Bürger dieser Tage bewegen, in Ost und in West. Energiesicherheit, Preisexplosion an Tankstelle und Supermarkt, die Geldentwertung, die dazu führt, dass wir für immer höhere Preise immer weniger kaufen können. Und nach wie vor: Während Hunderttausende Berufstätige, Hochqualifizierte, produktive Menschen Deutschland den Rücken kehren, belasten immer mehr größtenteils unqualifizierte, illegale Migranten unsere Sozialsysteme und unsere innere Sicherheit. In Kiel, in Rostock, in Bochum, in Leipzig. Dieses Land hat Besseres verdient. Unsere Menschen haben Besseres verdient. Da aber alle anderen politischen Kräfte in Deutschland nicht gewillt sind, die wachsenden Probleme auch nur anzuerkennen, geschweige denn etwas zu ihrer Lösung beizutragen, braucht es eine starke Alternative, es braucht eine glaubwürdige Alternative für den Erhalt der deutschen Wirtschaft, für den Erhalt der deutschen Wissenschaft, für den Erhalt unseres Sozialstaates, für unsere deutsche Kultur, für unsere Sprache, für unsere Traditionen. Die Alternative für Deutschland wird gebraucht, mehr als jemals zuvor. Deutschland braucht eine starke und eine glaubwürdige AfD mit einem einigen Vorstand. Da gehen am Abend des ersten von drei Tagen in Riesa alle Mitglieder mit. Ursprünglich war die Wahl der Bundessprecher schon für den ersten Tag geplant. Doch als der alte Bundesvorstand entlastet ist, ist es bereits 21 Uhr. Der Parteitag wird unterbrochen und am Samstag fortgesetzt mit der spannenden Frage: Ein oder zwei Bundessprecher? Zu beiden möglichen Konstellationen hatten die Delegierten am Freitag bereits den Weg freigemacht. Eine Entscheidung, die die AfD sich, wie so oft, nicht leicht macht. Schlussendlich gab es aber doch eine deutliche Mehrheit für die Zweierspitze, trotz durchaus nachvollziehbarer Argumente derjenigen, die sich nur einen Sprecher wünschten, unter denen der baden-württembergische Delegierte und Bundestagsabgeordnete Dr. Dirk Spaniel. Grundsätzlich ist Verantwortung nicht teilbar. Die Doppelspitze ist eine Idee aus dem grün-linken Milieu. Dass Verantwortung auf zwei Leute geteilt werden kann, ist in der Praxis, in der Realität bei keiner wichtigen Funktion vorhanden. Es gibt nur einen Bundeskanzler, es gibt nur einen Bundespräsidenten. Wie wollen Sie zwei Verteidigungsminister realisieren? Alle wichtigen Personen sind eine Funktion. Ob das ein Mann, eine Frau ist, kann man darüber diskutieren. Fakt ist, es gibt in allen wichtigen Positionen nur eine Einerspitze. Und der Vorsitzende der AfD ist eine wichtige Funktion. Aber so funktioniert es in einer demokratischen Partei. Die Mehrheit hat sich anders entschieden und so wählt die AfD eine Doppelspitze. Bei der Wahl um den ersten Bundessprecher wird Tino Chrupalla herausgefordert vom brandenburgischen Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter. Doch der Parteitag will Tino Chrupalla als Bundessprecher sehen. Unser Kurs war und ist der richtige, sagt Chrupalla. Stellen Sie sich vor, wir hätten bei Corona auf die Regierungsfreunde in unseren Reihen gehört und hätten Lockdowns
und Impfpflicht gefordert. Gegen alle Freiheit und gegen die Interessen unserer Bürger. Dann würden wir als Lügner und Opportunisten dastehen, wie die FDP heute. Und noch dazu mit leeren Händen. Und jetzt im Ukraine-Krieg ist es wieder dasselbe. Ich vertrete nicht nur die Position von Tino Chrupalla, ich vertrete die Position unserer Partei. Auf ihrer Klausurtagung hat unsere Bundestagsfraktion ein gutes und ausgewogenes Positionspapier beschlossen. Und darin steht klare Verurteilung des russischen Angriffs, aber keine Waffenlieferung und keine Sanktionen. Und natürlich habe ich auch die Position der Landesverbände abgefragt. Das Stimmungsbild unter den Landessprechern war eindeutig. Alle bis auf einen schlossen sich unserer Position an. Und daraufhin folgte dann mein Mitgliederrundschreiben an die Parteibasis. Und deshalb kann ich sagen, ich bin der Bundessprecher der Basis. Und das sieht die Basis durch die von ihr entsandten Delegierten offensichtlich genauso. Sie wollen Tino Chrupalla und wählen den alten mit 53,45% auch zum neuen Bundessprecher der AfD. Unser AfD-Reporter Tobias Weber überbringt die Glückwünsche. 7 Tage Deutschland, herzlichen Glückwunsch Tino Chrupalla zum Bundesvorsitz zur Wiederwahl. Was sind die größten Aufgaben, die wichtigsten Aufgaben für Sie? Ja, erstmal sind wir froh, dass wir bislang einen doch geeinten Bundesvorstand gewählt haben. Wir wollen diesen Bundesparteitag als Aufbruch nutzen und auch als Aufbruch sehen. Das ist unser Ziel, dass wir jetzt mit der AfD auch programmatisch nach vorne kommen, dass die Personalquerelen ein Ende haben, dass wir uns um Inhalte kümmern und dass wir genau uns um die großen Sorgen und Probleme der Bürger kümmern und dort auch Lösungen vorgeben. War das Ihr Wunschvorstand, der da gewählt wurde hier auf dem Parteitag? Wissen Sie, ich kann mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Bislang bin ich sehr zufrieden mit den gewählten Personen. Und jeder weiß, dass der Bundesvorstand ein Arbeitsgremium ist. Und genau das wird die Aufgabe der nächsten Tage und auch Wochen sein. Wann ist die Konstitution? Ich denke, nächste Woche Montag oder Dienstag. Tino Chrupalla, seine erste Amtshandlung als neuer, frisch gewählter Bundessprecher der AfD. Er schlägt Alice Weidel als zweite Bundessprecherin vor. Ich schlage Dr. Alice Weidel vor. Aber auch Alice Weidel wird nicht alleine antreten. Ihr Herausforderer ist der Berliner EU-Abgeordnete Nikolaus Fest. Mit einer mit viel Applaus quittierten Rede wirbt Alice Weidel für sich. Und sie überzeugt, ganz offensichtlich. Nein, die AfD ist kein Auslaufmodell. Die AfD ist die Partei der Zukunft, liebe Freunde. Die AfD ist das notwendige Korrektiv in der verkrusteten Parteienlandschaft. Und ohne uns steht das Land vor einer bitteren Zukunft. Außer Frage steht, wir haben schon einmal komfortablere Zeiten erlebt. Aber wer von uns hat denn wirklich gedacht, dass es bei einem Projekt wie der AfD keine Zwischenschläge geben würde? Dass wir ungehindert von Sieg zu Sieg marschieren werden können? Dass die etablierten Parteien tatenlos ihrem Machtverlust zusehen? Es war völlig klar, das Imperium schlägt zurück. Und darauf werden wir reagieren. Reagieren mit einem neuen, schlagkräftigen und vor allem einigen Bundesvorstand. Der Parteitag entscheidet. Versammlungsleiter Julian Flack hat das Abstimmungsergebnis. Es entfielen auf Dr. Alice Weidel 360 Stimmen, 67,29%. Dr. Nikolaus Fest 111 Stimmen. Und mit Nein haben votiert 64, es gab 3 Enthaltungen. Ich stelle fest, dass Dr. Alice Weidel die notwendige einfache Mehrheit erreicht hat und damit zur Bundessprecherin der AfD gewählt ist. Frau Weidel, nehmen Sie die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns. Unser Reporter Tobias Weber hat sich mit Alice Weidel gleich nach der Wahl unterhalten. Haben Sie damit gerechnet, dass das ziemlich eindeutig für Sie ausfällt? Ja, habe ich. Ohne falsche Bescheidenheit habe ich damit gerechnet, ja. Aber es war natürlich ursprünglich anders geplant. Ich habe für eine Einzelspitze plädiert und hätte mir den Tino Chrupalla dort auch sehr gerne gewünscht. Weil mein ursprünglicher Plan war, eben als Vize wieder anzutreten, auf der Position zu bleiben. Nun gut, es hat sich das anders ergeben und damit muss man eben auch dann umgehen, ne? Was wird denn Ihre Aufgabe sein, hauptsächlich im Bundesvorstand? Ich werde mich um die Strategie kümmern. Das tut Not und um die Prioritätensetzung und auch um Restrukturierungsaufgaben.
Das Spitzenduo steht. Tino Chrupalla und Alice Weidel führen künftig die AfD. Und auch das Rennen um den stellvertretenden Bundessprecher macht der, der das Amt schon bisher innehatte. Der Geraer Jurist Stefan Brandner. Mit ihm habe ich mich gleich nach der Wahl unterhalten und ihn zuerst gefragt, ob er zufrieden ist, dass die Delegierten ihm erneut das Vertrauen geschenkt haben. Ja, auf jeden Fall. Also es waren ja 3 Gegenkandidaten, das war schon mal relativ viel. Und dann im ersten Wahlgang das zu schaffen, also ist schon beeindruckend. Und ich muss sagen, vielen Dank an diejenigen, die mich gewählt haben. Was haben Sie sich vorgenommen für Ihre nächste Amtszeit im Bundesvorstand unserer Partei? Ich hatte es angekündigt, das sagt eigentlich ja fast jeder. Wir müssen aus den sozialen Medien versuchen auszubrechen im Sinne von expandieren. Wir müssen erreichbar sein für Menschen, die sich nicht nur im Netz umtreiben. Also Stichwort, Sie kennen das genauso wie ich, Radio, Fernsehen, irgendwie da mal was zu suchen. Jeder redet drüber, ich rede auch drüber, aber jeder macht das vielleicht nicht mit 100%igem Einsatz. Also ich werde mal versuchen, dass wir in den nächsten 2 Jahren alle, die das Wissen, was schon da ist, dazu gehören Sie natürlich auch, das gesamte Wissen, es gibt Vereine, es gibt auch schon Bürgerradio und so, dass wir das mal bündeln und versuchen, da was auf die Beine zu stellen. Wobei, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ne? Also wir haben vielleicht, wenn alles gut geht, vielleicht einmal so 9 Millionen zur Verfügung. Das ist 1 Promille von dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in jedem Jahr hat. Also allzu doll wird es nicht werden können, aber ich werde mein Bestes tun. Besonders spannend das Duell um den 2. stellvertretenden Bundessprecher. Gegen den Haushaltsexperten der AfD-Bundestagsfraktion, gegen Peter Böhringer, tritt überraschend Erika Steinbach an, Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Das Ergebnis ist dann allerdings eindeutig. Peter Böhringer hat in der Gunst der Mitglieder die Nase eindeutig vorn. Ich muss übrigens dazu sagen, ich wusste nicht, dass sie gegen mich antritt. Ich arbeite sehr viel mit ihr zusammen. Also ich bin im Bereich Haushaltspolitik sehr häufig für die Stiftung unterwegs. Ich bin also sozusagen auch voll auf ihrer Seite und habe sehr viel durchgekämpft, auch juristisch für unsere Stiftung. Insofern war das ein bisschen überraschend, dass wir jetzt gegeneinander kamen. Aber so ist das Leben. Aber man muss dazu sagen, es geht fair zu, denn Erika Steinbach war eine der Ersten, die ihn gratuliert hat. Ja gut, das hätte ich umgekehrt natürlich auch gemacht, das ist ja völlig klar. Und wie gesagt, wir schätzen uns auch gegenseitig. Sie kämpft auf rein ehrenamtlicher Basis um diese Stiftung und das schon seit 3 Jahren. Sie war ja meine Nachfolgerin als Stiftungsvorstandsvorsitzende. Und insofern kennen wir uns gut und wir kennen die Probleme, die sich da stellen. Und wir wissen um die Außenwirkung, die gegen diese Stiftung aufgebaut wird. Da wird ja mit allen Bandagen gekämpft, gerade zur Zeit auch wieder. Also wir werden uns sicher nicht irgendwie zerstreiten, deswegen wir müssen weiterhin an einem Strang ziehen. Ganz im Gegenteil. Ihre Aufgabe jetzt in der AfD im Bundesvorstand? Ja gut, es wird jetzt nicht nur die Stiftung sein, aber es ist gar nicht mal ausgeschlossen, dass ich sogar für die Stiftung noch zuständig sein werde. Als stellvertretender Sprecher muss man sprechen und sicher viel Außenwirkung machen mit den Mainstream-Medien, genauso wie mit Ihnen. Und ja, den Geschäftsverteilungsplan machen wir ja dann erst noch. Ich könnte mir schon noch ein paar andere Aufgaben vorstellen. Die Programmatik werde ich nicht ganz loslassen, denn ich bin schon seit 2015 Mitglied der Bundesprogrammkommission. Ich werde das auch nicht aufgeben. Dafür muss ja vom Bundesvorstand auch jemand zuständig sein und das werde ich sicher weiterhin tun. Ihrer Rede zur Kandidatur habe ich entnommen, Medien wird ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sein im Bundesvorstand. Es bleibt uns ja gar nichts übrig. Es muss so sein. Ich habe nur gesagt, wir werden nicht über jedes Stöckchen hüpfen. Ich werde nicht jedes Totschweigen oder auch jede völlig unfairen Angriff einfach auf sich beruhen lassen. Natürlich muss man dann auch mal in scharfen Worten zurückgeben, wenn wirklich unfair gearbeitet wird. Das ist vielleicht ein kleiner Nuancenunterschied, weil das im alten Bundesvorstand nicht immer so passiert ist. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass der jetzt Gewählte, wir sind ja noch nicht ganz durch, da sehr homogen arbeiten wird. Dazu gehört natürlich auch, dass die innerparteiliche Befriedung voranschreitet. Ich habe das ja in meiner Rede aufgegriffen als Schwerpunkt sogar, weil mir das wirklich wichtig ist. Und das ist auch ein Teil der Motivation, warum ich jetzt in diesem Vorstand mitmachen wollte. Man muss hier Brücken bauen, aber es sind keine inhaltlichen Brücken, weil wir inhaltlich weitgehend einer Meinung sind. Es sind die stilistischen Differenzen. Okay, wir dürfen uns keine Ausrutsche leisten, aber also was Stil angeht. Aber am Ende müssen klare Worte her und wir dürfen die Machtkämpfe nicht so auf die Spitze treiben, wie das in den letzten Jahren passiert ist. Das muss wirklich aufhören. Vielen Dank, Peter Böhringer, Mitglied im Bundesvorstand der AfD, gerade gewählt. Nochmals herzlichen Glückwunsch von 7 Tage Deutschland. Ich bin Tobias Weber. Peter Böhringer, einer der Neuen im Bundesvorstand der AfD. Und auch auf der Position des 3. stellvertretenden Bundessprechers ein neues Gesicht. Die Bundestagsabgeordnete Marianne Harder-Kühnel. Sie freut sich schon auf die vor ihr liegenden Aufgaben. Ich freue mich total. Ich verstehe mich mit allen bisher Gewählten hervorragend. Wir haben schon lange kollegial und gut zusammengearbeitet. Und ich glaube, das wird richtig, richtig hoffnungsvoll für die Zukunft. Ja. Montag oder Dienstag wird der neu gewählte Bundesvorstand das erste Mal zusammenkommen. Dann gibt es einen Geschäftsverteilungsplan. Haben Sie schon eine Richtung, die Sie für sich ausgeguckt haben? Was wird Sie im Bundesvorstand am meisten interessieren? In welche Richtung wollen Sie dort arbeiten?
Also als Jurist bin ich natürlich recht vielseitig einsetzbar. Ja, ich würde natürlich auch gerne Social Media machen, ja, die sozialen Medien. Ich habe hervorragende Mitarbeiter in dem Bereich, von denen ich viel gelernt habe. Also das wäre sicher ein Bereich, den ich gerne machen würde. Aber ansonsten möchte ich das wirklich mit den Kollegen abstimmen. Erstmal schauen, wer will welchen Bereich machen. Ich möchte auch keinem vorweggreifen. Das werden wir dann in der ersten Bundesvorstandssitzung klären. Sie sind im Deutschen Bundestag in erster Linie aufgefallen durch familienpolitische Reden. Wird auch das ein Thema sein, das Ihre Arbeit im Bundesvorstand mitbestimmt? Ja, da haben wir auch bis jetzt noch ein bisschen Nachholbedarf. Der letzte Bundesvorstand hat sich ja oft dann ja doch sehr mit sich selber beschäftigt. Jetzt machen wir Politik und können ganz andere Kampagnen setzen. Wir können Imagekampagnen zum Beispiel für Familie machen. Also da sitze ich jetzt wirklich an der Quelle und kann gute Familienpolitik für Deutschland machen. Auch bei der Wahl des Bundesschatzmeisters setzen die Delegierten des Riesaer Parteitages auf Beständigkeit. Carsten Hütter hatte das Amt bisher inne und er wird auch im künftigen Bundesvorstand für die Finanzen der gesamten Partei zuständig sein. Herzlichen Glückwunsch erneut zum Bundesschatzmeister der Alternative für Deutschland. Welche Herausforderungen warten auf den neuen Bundesvorstand in finanzieller Hinsicht? Welche neuen Herausforderungen warten auf Sie als Bundesschatzmeister? Das Erwerben einer Immobilie, das steht bei mir ganz, ganz weit oben. Weiterhin die Straffung der Finanzen, teilweise auch was an Einsparpotenzial noch da ist. Und was natürlich genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, das direkte Unterstützen der Landesverbände, die jetzt auch in die Landeswahlkämpfe gehen. Wir haben als nächstes Niedersachsen vor der Brust. Da werde ich persönlich mit unterstützen, nicht nur finanziell, sondern auch werde mich persönlich einbringen dort. Das sind so die Highlights. Das ist das, was ein Schatzmeister machen muss. Das ist Vorortarbeit, das ist Ansprechpartner. Der Sache, denke ich, werde ich sehr gut gerecht. Sie haben als allererstes erwähnt, der Erwerb einer Immobilie, ohne zu viel zu verraten. Wo suchen Sie nach einer? Was soll diese Immobilie der Partei bringen? Soll da die Bundesgeschäftsstelle irgendwann mal unterkommen? Oder gibt es da andere Pläne, falls man darüber schon sprechen kann? Wir suchen eine große Halle in der Mitte von Deutschland für unsere Parteitage, weil ich einfach dieses Theater mit den Absagen einfach leid bin. Wir wollen eine eigene Halle haben. Wir brauchen eine Geschäftsstelle in Berlin für die BGS, weil die Mieten dort so ansteigen, dass es sich also kaum noch lohnt, als Mieter dort weiter unterwegs zu sein. Ja, und dann suchen wir natürlich ein Objekt, und das haben wir eventuell jetzt gerade gefunden mit dem Kornhaus hier in Meißen, wo der Konvent stattfinden kann, wo Landesparteitage, ganz kleine, stattfinden können, wo man Versammlungen macht, wo Landes- und Bundesfachausschüsse sich treffen, wo man Weiterbildung betreiben kann, aber auch mal eine Ausstellung oder vielleicht auch mal eine Buchlesung. Ein optimales Objekt hier, die Wiege Sachsens übrigens auf der Albrechtsburg oben. Das ist so ein bisschen mit Herzblut. Sie wissen, ich bin hier Kandidat in Meißen, als Direktkandidat gewählt. Und da hängt natürlich gerade so ein Objekt hier auch in Meißen mir natürlich am Herzen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen. Wir werden es sehen. Das entscheidet sich in den nächsten 3 Wochen. Es gibt einen prominenten Wettermoderator, der schon angesagt hat, viel Geld zusammenkratzen zu wollen, damit die AfD dieses Objekt nicht erwerben kann. Was halten Sie von solchen Vorstößen? Naja, wissen Sie, alle diese Wetterfrösche dieser Welt und auch die ganzen politischen Gegner, die jetzt aus der Höhle kommen, wo die AfD gesagt haben, wir retten dieses Gebäude, wir sanieren dieses Gebäude, wir werden denkmalgerecht uns dort bewegen. Wo waren die letzten 30 Jahre? Wo war deren Einsatz? Wo war dieser politische Wille, dass dort was geschieht? Jetzt kommt die AfD und sagt, jawohl, wir packen es an, wir machen das, wir reden nicht nur, ja, wir krempeln die Ärmel hoch, und schon ist der allgemeine Schrei aller anderen Parteien und auch dieser Einzelpersonen ist da. Das Gleiche gilt auch von der SPD für Frank Richter, der sich dort vor Medien positioniert hat, so nach dem Motto, keine Immobilien in die Hände der AfD. Ich muss Ihnen ganz ehrlich was sagen, wer so 30 Jahre lang versagt hat, der darf sich jetzt nicht beschweren. Es zieht sich ein roter Faden durch die Reden auf dem Parteitag hier in Riesa. Ganz viele Kandidaten von Kleinwächter bis hin zu Brandner haben davon gesprochen, dass wir den Medienbereich stärken müssen. Gehen Sie da mit? Machen Sie die Schatulle dafür auf? Selbstverständlich. Der Bereich Medien ist wirklich ein Problemkind bei uns, muss ich ganz deutlich so sagen. Alle Möglichkeiten, die momentan im Internet bestehen für uns oder im World Wide Web, werden von uns mit ungefähr 75% genutzt. Da ist Luft nach oben. Das ist das eine. Ich habe Interesse daran, einen eigenen Radiosender zu befeuern. Auch der Gedanke an einen TV-Sender steht im Raum. Allerdings gehört zur Wahrheit dazu, das sind keine Projekte, die 1,50 € kosten. Da geht es um richtige Summen, und das möchte natürlich vernünftig, ordentlich durchgeplant sein. Und lasst uns mal schauen, was wir die nächsten 2 Jahre auf die Beine bringen. Carsten Hütter, neuer, alter Bundesschatzmeister der AfD. Danke, dass Sie Zeit hatten. Herzlichen Dank fürs Interview.
Carsten Hütter, Bundesschatzmeister der AfD. Als seinen Stellvertreter wählte der AfD-Parteitag unseren Bundestagsabgeordneten Dr. Harald Weil. Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Dennis Holoch ist ab sofort neuer Bundesschriftführer der AfD im Bundesvorstand. Daneben wählten die über 500 Delegierten noch insgesamt 6 Beisitzer in den Bundesvorstand. Da sind Dr. Marc Jongen, er ist Bundestagsabgeordneter und der kulturpolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Martin Reichert, auch er ist Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des AfD-Landesverbandes in Sachsen-Anhalt. Weiterer Beisitzer ist Roman Reusch. Der ehemalige Oberstaatsanwalt saß in der vergangenen Legislatur für die AfD im Bundestag. Nun verstärkt der Jurist den AfD-Bundesvorstand. Vierter Beisitzer im Bundesvorstand ist Dr. Maximilian Krah. Ebenfalls Jurist, hat er einen Sitz im EU-Parlament. Die fünfte Beisitzerin ist Dr. Christina Baum. Die baden-württembergische Zahnärztin ist für die AfD Mitglied des Deutschen Bundestages. Und richtig spannend dann die Wahl um den sechsten Beisitzer. Das Duell zwischen Dr. Ingo Hahn und JA-Chef Carlo Clemens konnte nicht entschieden werden, da keiner der beiden die absolute Mehrheit der Stimmen erreichte. Also wurde der Wahlgang wiederholt, die Wahl neu eröffnet und beim zweiten Anlauf gelang es dann. Carlo Clemens wird mit 59% künftig die Stimme der Parteijugend im Bundesvorstand sein. Und damit ist er komplett. Der neue Bundesvorstand der AfD. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast, gratuliert allen ganz herzlich und wünscht immer eine glückliche Hand bei vielen wichtigen Entscheidungen und Diskussionen, die in den kommenden 2 Jahren für den Vorstand anstehen. Und damit hat dieser Parteitag am Ende seines 2. Tages das wichtigste Ziel erreicht. Die AfD hat einen neuen Vorstand, der sofort mit der Arbeit für die Partei und für Deutschland beginnen wird. Drücken wir alle Daumen, dass sich die Wünsche der Delegierten erfüllen und dieser Vorstand sich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern einig für unser Land und seine Menschen arbeiten wird. Der erste Schritt dazu ist hier in Riesa getan. Und das war die Sonderausgabe unseres Podcasts für heute. Ich bin Detlef Friehe in Riesa. Ich danke für Ihr Interesse und darf ankündigen, in der kommenden Woche kommt 7 Tage Deutschland dann wieder am Freitag zu Ihnen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und sage auf Wiederhören aus Riesa.